Ja, hallo zusammen, da seid ihr wieder. Willkommen bei meinem Kanal. Heute machen wir mal ein bisschen Leinenführung, Praxisteil. Als erstes habe ich mal hier eine von meinen Leinen mitgebracht. Und zwar ist das von Hunter eine, Vertrieberleine. Bin ich voll Fan von, muss ich sagen. Ist zum einen für den Hund ganz angenehm. Ich bin halt, vielleicht habt ihr das schon mitgekriegt in den letzten Videos, kein Freund von viel Halsbändern. Kann man natürlich auch nutzen. Hier auf der Seite so ein Karabiner, da kann man auch der Hund als Halsband machen, holt hier dann die Seite als Griffschlaufe. Muss man aber nicht. Wie gesagt, Retrieverleine, die haben halt einen Zugstopp. Den stellt man so ein, dass der Hund halt, auch wenn nicht ganz am Anschlag ist, sollte er ziehen, nicht da die Luft abgewürgt bekommt oder die Luft abgedrückt bekommt. Das soll ja, wie gesagt, nicht sein. Also das ist auch heute, glaube ich, gar nicht mehr erlaubt, so Zuziehleinen, die dem Hund die Luft ziehen, darf man, glaube ich, nicht mehr verkaufen. Oder ja, also so ist meine Information. Das ist jetzt die 2,5 Meter Ausführung. Die finde ich zum Üben. Persönlich finde ich die ideal. Ich habe die auch noch in der 1,5 Meter Variante. Die nutze ich am liebsten. Aber der Zeus kann auch, wie gesagt, schon recht gut Leine laufen. Auch wenn ich jetzt eben gemerkt habe, muss ich gestehen, dass ich mal wieder ein bisschen öfter mit dem 2,5 Meter Leine gehen könnte. Weil da ist er gerade, Bill. Ist natürlich auch wieder dabei. Ohne den würdet ihr auch nicht gehen, ist ja klar, gell? Also wie gesagt, Leine, ganz wichtig. Wie man die Leine führt, komme ich gleich zu, im Praxisteil. Noch ist er ein bisschen frei am Laufen. Was für eine Leine ihr letztendlich holt, ist euch natürlich überlassen. Ihr könnt auch eine Leine holen, wo er mit Halsband, das ist vollkommen egal. Wenn aber ihr Leineführung oder Leinenführung trainieren wollt mit eurem Hund, würde ich euch zu einem Halsband raten. Am besten, wenn der Hund schon kräftig zieht und ihr wollt ihn dann abgewöhnen, ein ziemlich dickes Halsband, dass sich halt der Druck besser verteilt am Hals. Ein Geschirr würde ich euch nicht empfehlen, weil Geschirr ist eigentlich, Geschirr ist ursprünglich zum Ziehen gedacht. Also es fällt dem Hund wesentlich leichter zu ziehen mit einem Geschirr, deswegen Halsband, Leine. Benutzt auch keine Trixie-Leinen, das ist auch bei kleinen Hunden ist das natürlich alles Ermessenssache, sag ich jetzt mal, es stört ja keinen, wenn dann Yorkshire an der Leine zieht oder ein Chihuahua, die ziehen ja nicht so wirklich, auch wenn es da auch nervig werden kann. Bei einer Trixie-Leine ist es halt ganz einfach so, die Leine ist immer auf Spannung, der Hund ist es also gewohnt, in die Leine zu ziehen, er kennt das gar nicht anders, was auch bei kleinen Hunden halt schnell dazu führt, dass die am Anfang, wenn es Welpen sind, holt man halt ganz gerne eine Trixie-Leine, weil es halt für den Besitzer angenehmer ist. Der Hund lernt quasi von klein auf in die Leine zu ziehen und später hat man dann das Malheur, dass der Hund zieht. Gell? Also ich würde jetzt keine Trixie-Leine holen. Gell? Also jetzt ganz unabhängig von der Marke. Das ist eine tolle Marke, denke ich, und die Leinen sind auch gut. Aber für Leinenführung und Hund zu üben, sind die sicher nicht optimal. Oder suboptimal, so kann man schon eigentlich besser sagen. Ansonsten ist es natürlich Geschmackssache, ob ihr eine Lederleine holt, eine Stoffleine, vollkommen egal. Ich würde dem Hund ein bisschen anpassen, Größe und Breite, je nachdem. Ich denke jetzt mal, hier so eine Leine ist ein bisschen übertrieben, wenn man da jetzt einen Dackel hat oder so. Von daher, ja, denke ich, dass ihr da schon das Richtige euch aussucht. Wichtig ist halt, da das eine Leine ist. Entweder eine Retrieverleine finde ich sehr optimal, weil da braucht man gar nicht mehr nach dem Halsband zu gucken. Wenn der Hund halt viel schon zieht, dann holt ein breites Halsband, holt eine normale Leine. 2,5 Meter finde ich perfekt. Gut, dann würde ich sagen, lassen wir es mal dabei. Ich mache jetzt mal einen kurzen Stopp oder meinen Assistent heute und dann machen wir gleich weiter mit dem Praxisteil. Bis gleich. So, jetzt sind wir hier wieder mit dem Praxisteil. Zeus hat Leine schon an.
habe hier die Leine halt immer, weil ihr jetzt schon sehen könnt, jetzt macht der Zeug wirklich eigentlich langsam an der Leine. Also wenn er gegen auf Zug kommt, so ist eigentlich der normale Gang, wie ich immer mit ihm gehe, mit der 1,5 Meter Leine. Jetzt habe ich hier die Leine, wie gesagt, extra heute mitgeholt, weil ihr dann zum Üben, ihr seht auch, ich brauche nicht viel Kraft für den festzuhalten. Man hat einfach mehr Spielraum, wo man dem Hund gewähren kann, wenn er mal was schnüffeln will oder so. Und wenn man dem Hund den Spielraum begrenzen will, hier, das geht auch mit zwei Fingern, dann haltet er die Leine halt einfach kürzer. Ja? Das ist wichtig, finde ich persönlich. Hey, wenn ihr die Leine führt, dass ihr die nicht so führt. Das ist zwar nur marginal ein kleiner Unterschied, aber es ist einfach, sag ich jetzt mal, wenn der Hund jetzt nicht so führerisch ist. Ihr geht mit dem und er läuft jetzt schon vor und ihr wollt ihn stoppen, dann könnt ihr einfach so eurem Hund viel leichter zeigen, nee, das will ich nicht. Das macht ihr dann ein paar Mal und dann kapiert das ein Hund auch eigentlich relativ schnell. Jetzt geht er in die Leine, jetzt zieht der Zeus nicht, aber dann macht ihr so. Und das funktioniert halt einfach leichter, wenn ihr die Leine so haltet, als wenn ihr die so haltet, weil dann zieht ihr immer so, probiert es aus, ihr wisst dann, was ich meine. So ist es einfacher und so könnt ihr den halt auch direkt begrenzen, wenn ihr jetzt sagt, gut, der braucht jetzt nicht so lang zu laufen, begrenzt ihr den und dann hört er als ihr auf. So, gehen wir mal hier in die andere Richtung, weil da kommt ein Hund. Die müssen natürlich dann auch immer genau in die Richtung laufen, wo man gerade hergeht. Ja, total überflüssig, weil hier ja Feld ohne Ende ist. So. Jetzt ist es natürlich für den Zeus doppelt anstrengend, weil er ja jetzt auch gerne zum Hund würde. Aber wir gehen jetzt einfach mal so weiter. Und jetzt seht ihr schon, dass das eigentlich alles gut klappt. Wenn ich ihm jetzt die Leine wieder gehen lasse, dann hat er ja viel mehr Spielraum. So, deswegen, jetzt könnt ihr 2,5 Meter Leine holen, optimal. Hier beim Zeus brauche ich natürlich jetzt nicht so viel Druck, irgendwas zu machen, weil er das alles schon kennt. Ist natürlich auf dem Feld viel mehr Ablenkung und Gerüche, wie wenn man jetzt um Asphalt geht. Und falls er halt irgendwann mal, wenn er jetzt zieht, ich mache das dann immer so, sollte er nach vorne ziehen, jetzt hat er natürlich was, wo er lieber nach hinten ziehen würde, dann gehe ich immer hin und mache ein kurzes, dann weiß er eigentlich, das ist jetzt nicht okay. Also wie gesagt, ganz wichtig, ihr geht mit dem Hund, mit euer Hund geht. Ihr gebt halt immer die Richtung vor. Bei uns ist das immer schön, wenn ich an Rhein gehe, sage ich jetzt mal, dann kommen wir an Rhein, dann kann man rechts gehen, links gehen, geht der Hund rechts, geht ihr schon mal aus Prinzip links, so mache ich es eigentlich immer. So, dass er halt genau weiß, mein Herrchen ist derjenige, wo der Ton angibt und nicht ich. So die Leine halten, ist einfach viel einfacher. Wenn ihr sie begrenzen wollt, ist es leicht. Wenn ihr sie frei... Ja, hallo. Da sind wir wieder. Wir haben jetzt gerade mal uns dazu entschieden, den Hund vorbeizulassen. Die kamen doch recht schnell näher. Zeus ist natürlich dann auch, wie jede junge Hund, nicht so ganz konzentriert. Deswegen funktioniert das so schon besser. Ich mache das immer so, Zeus muss sitzen, wenn er angeleint wird. Zeus muss sitzen, wenn er abgeleint wird. Darf auch erst weg, wenn er das okay kriegt. Das klappt doch alles gut. Ich wollte euch nur nochmal die Retrieverleine zeigen. Ich finde, das ist halt ein ganz... einfache Sache, so zieht sich hier bis zum gewissen Punkt zu, aber nicht so, da der Hund, also der kriegt immer Luft, gell? Und wenn der nicht zieht, jetzt wie der Zeus, ist das sowieso schon doppelt unproblematisch. So, dann komm. So, wie gesagt, so halten, ganz wichtig. Man kann nicht oft genug sagen, ihr seht, dass, ihr habt dann halt schon mal so einen automatischen Blockator, sag ich jetzt mal, und wenn ihr den Hund halt bremsen wollt, könnt ihr den halt so viel besser so ziehen und könnt ihn blockieren. Würdet ihr am Anfang oft machen müssen, weil euer Hund wahrscheinlich zieht. Ihr habt das ja mit dem vielleicht noch nicht so oft gemacht, wie ich mit Zeus.
Später ist es halt ganz gut, ihr könnt ihm halt immer mehr Freiraum geben, so dass der Hund auch ein bisschen schnuppeln kann, dass er auf der Wiese sein Geschäft machen kann, kann sich erleichtern, kann Pipi machen. Ihr seht, das läuft alles so, wie ich das eigentlich mit ihm übe, immer ganz easy ab. Sobald er merkt, dass er an die Leine ans Ende kommt, ja, ist jetzt heute eigentlich recht entspannt, muss ich sagen. Mich stört das jetzt auch nicht, ob der jetzt mal rechts oder ob der jetzt mal links läuft. Dafür hat man ja die lange Leine. Leinenzeit ist natürlich keine Spielzeit. Also an der Leine hat der Hund immer das zu machen, was ihr wollt. Deswegen Leinenführung. Ihr führt den Hund. Ganz wichtig. Das ist eigentlich das Allerwichtigste, weil die meisten laufen ja einfach, wo das nicht funktioniert, ihrem Hund hinterher an der Leine. Das darf natürlich nicht sein. Ihr führt euren Hund. Der kann natürlich vorgehen, aber wenn er jetzt, sag ich jetzt mal, kurz gehalten wird, dann geht er ja auch neben mir. Und wenn er halt, sag ich jetzt mal, wie hier, dann anfängt zu ziehen, dann mache ich immer, das reicht vollkommen. Und wenn es wirklich gar nicht geht und er zieht, umdrehen, sobald er in die Leine geht, Richtungswechsel. So, wenn er jetzt, das kann ich dann natürlich schon scheuen, ein bisschen schwer zeigen, weil ich habe natürlich keine Hunde zur Auswahl, die das jetzt gerade mal machen. Das heißt, er geht jetzt in die Leine, ich tue das jetzt einfach mal so ein bisschen mal so drauf anlegen, umdrehen. Sobald er in die Leine geht, da der halt immer sofort weiß, ne, so funktioniert das nicht. Jetzt ist ganz guter Punkt. Und so macht, das werdet ihr am Anfang öfters machen, dann funktioniert das auch. Da kommt jetzt wieder ein Hund, ist natürlich für den Preis auch wieder eine aufregende Situation. Wie gesagt, normal läuft der hier ganz frei. Wenn er dann so schön läuft, wie jetzt der Zeus hier, sag ich jetzt mal, ich gehe jetzt mal ein bisschen schneller als für meine Kameramann, ein bisschen doof, der läuft nämlich jetzt um Feld. Wenn er so schön läuft neben euch und ist dann aufmerksam und das läuft alles richtig gut, dann gehe ich immer hin und zwischendurch einfach mal ein Leckerchen. Immer schön zwischendurch, wo ich dafür belohne, der läuft, sag ich jetzt mal, gut, zieht nicht an der Leine, ohne was zu sagen, kommentarlos, zeig dir den mal. Das haben die ganz schnell kapiert. So, jetzt guckt der Zeus natürlich, der ist ein Hund, der ist auch ohne Leine. Der kommt, vermutlich hört der nicht so toll. Gucken wir jetzt mal, was da los ist. Hey. Nein. So, hey. Was jetzt? So ist das fein. Leinenzeit ist keine Spielzeit. Jetzt sind wir hier live. Ich kann hier auch nicht immer alles beeinflussen, aber ich denke, ihr seht, auch wenn er jetzt gerne würde, das klappt eigentlich ganz gut. Also ihr müsst wirklich, ich finde persönlich, das ist das, wo am allerwichtigsten ist, Leinenführung. Kann man nicht oft genug üben. Macht das mit eurem Hund 3-4 Mal am Tag immer. Es ist natürlich wesentlich leichter, dem Hund Leinenführung beizubringen, wenn er auch regelmäßig Freilauf hat. Beim Zeus ist das natürlich so, der macht jetzt kein Theater, zum Hund zu kommen und so, weil er natürlich auch weiß, in der Regel ist gleich wieder Freilauf und dann kann der hier frei flitzen. Also ein Hund, der immer nur an der Leine ist, ist natürlich klar, sobald er mal frei hat, dann hört er auch nicht so richtig. Anders da ist es natürlich ein Hund, der immer Freilauf hat. Warum soll der nicht kommen, wenn ihr den ruft? Gell? Das sind einfach so logische Aspekte, denke ich, wo jeder nachvollziehen kann. Gell? Wenn wir immer irgendwo nicht hin dürfen und wir können dann mal dahin, dann wollen wir auch dahin. Gell? Dann ist das einfach. Bei Hunden ist das nicht anders da. Ja, ich denke, ich habe das so ganz gut rüberbringen können. Es waren ein paar Faktoren dabei, wo wir jetzt nicht so mit eingeplant hatten, aber das ist halt so. Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da, abonniert meinen Kanal und ich hoffe, bis zum nächsten Video. Dann denke ich, machen wir mal Hundefreilauf, Rückruftraining mit Praxisteil. Macht's gut, haut rein.
bleibt gesund.